Willkommen zu einer neuen Folge Let's Test, heute mit Rockstar Juice, Mango, Orange und Passion Fruit. Ja, wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um ein Energy-Saft-Gemisch. Und wir gucken uns mal erst so das Design an. Hier an der Seite sieht man Rockstar Energy plus Juice. Dann haben wir hier den typischen Rockstar-Stern. Hier steht auch Mango, Orange, Passion Fruit. Hier sieht man auch, dass das eine 500 Milliliter Dose ist. Und dann steht hier auch noch so der Satz von Rockstar. Ich glaube, der steht auf allen Dosen drauf. Ja, hier oben haben wir dann noch ein paar Inhaltsstoffe. Koffein, Guarana, Ginseng, B-Vitamin und mal gucken, Taurin. Genau, gucken wir uns mal die Rückseite an. Da haben wir die Ernährungstabelle. Pro 100 Milliliter. Für die, die es mal lesen wollen, halte ich mal die Cam. So. Dann hier unten noch 10% Fruchtgehalt. Hier sieht man noch, also welche Säfte drin sind. Apfel, Mango, Orange und Maracuja ist halt Passionsfrucht. Dann hier der erhöhte Koffeingehalt und die Warnhinweise. Gut. Auf geht's zum Geschmack. Die Farbe ist wieder ziemlich untypisch für einen Energy Drink, was wohl wieder mal am Fruchtgehalt liegt. Der Geschmack ist, ja, Geschmack ist fruchtig. Nicht so typisch wie Energy Drinks. Es riecht auch eher nach Frucht als nach Energy. Das Ganze trifft nicht wirklich meinen Geschmack, weshalb ich für Rockstar Juice, Mango, Orange, Passion Fruit nur eine 3 minus gebe. Und der Preis mit 1,79 finde ich schon ein bisschen arg teuer. Deswegen gebe ich preistechnisch nur von mir eine 4. Das war's mal wieder von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaut. Daumen hoch, reingehauen.